Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 91. Sprachausbildung in Deutschland. Bevor die Episode anfängt, möchte ich dich noch einmal darüber informieren, dass du alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden auf meiner Patreon-Seite finden kannst. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. Die Sprachausbildung in deutschen Schulen ist von zentraler Bedeutung, um den Schülern eine vielseitige sprachliche Kompetenz zu vermitteln. Das deutsche Bildungssystem legt großen Wert auf die Förderung von Fremdsprachenkenntnissen. In deutschen Schulen lernen die Kinder in der Regel mindestens eine Fremdsprache. Die erste Fremdsprache, die normalerweise ab der Grundschule eingeführt wird, ist Englisch. Englisch hat einen hohen Stellenwert im deutschen Bildungssystem aus mehreren Gründen. Englisch ist die am weitesten verbreitete und wichtigste internationale Kommunikationssprache. In vielen Bereichen wie Wissenschaft, Technologie und Kultur ist Englisch die Lingua Franca. Durch das Erlernen von Englisch eröffnen sich den Schülern also vielfältige Möglichkeiten zur globalen Kommunikation und Kooperation. Viele Berufe erfordern heute Englischkenntnisse, egal ob im Bereich der Wissenschaft, Wirtschaft oder Medien. Englisch ist eine Schlüsselqualifikation, die den Zugang zu globalen Arbeitsmärkten erleichtert. In der Grundschule erhalten die Schüler in der Regel erste Einblicke in die englische Sprache. Lehrer nutzen dabei spielerische Methoden, um die Kinder spielerisch an die neue Sprache heranzuführen. Dabei stehen einfache Vokabeln,
grundlegende Grammatikstrukturen und vor allem das Hörverständnis im Vordergrund. Die Idee ist, den Schülern von Anfang an die Hemmschwelle zu nehmen und Spaß beim Lernen zu vermitteln. Mit dem Übergang in die weiterführenden Schulen wird der Englischunterricht intensiver. Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Kenntnisse in Grammatik, Vokabular und Ausdrucksweise. Dabei werden nicht nur sprachliche Fertigkeiten trainiert, sondern auch interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Die Schüler setzen sich mit englischsprachiger Literatur, Geschichte und Kultur auseinander. Ein Grund, warum Deutsche oft als gute Englischsprecher gelten, liegt in der Struktur des deutschen Bildungssystems. Die intensive und frühe Auseinandersetzung mit der englischen Sprache ermöglicht es den Schülern, eine solide Basis zu schaffen. Zudem ist der Unterricht in der Regel praxisorientiert. Schüler werden ermutigt, ihre Kenntnisse im Englischen aktiv anzuwenden. Sei es durch mündliche Kommunikation, das Schreiben von Aufsätzen oder das Lesen englischsprachiger Texte. Der Fokus auf Kommunikation trägt dazu bei, dass die Schüler nicht nur grammatikalisch korrekt, sondern auch selbstbewusst sprechen lernen. Die Integration von modernen Lehrmethoden und Technologien spielt ebenfalls eine Rolle. Der Einsatz von audiovisuellen Medien, interaktiven Übungen und digitalen Lernplattformen ermöglicht es den Schülern, ihre Sprachkenntnisse auf vielfältige Weise zu vertiefen. Darüber hinaus spielen kulturelle Einflüsse eine Rolle. Englisch ist in der heutigen Welt die Lingua Franca, die internationale Verkehrssprache. Deutsche Medien, Musik, Filme und Literatur sind oft eng mit der englischen Kultur
verbunden. Dies führt dazu, dass viele Deutsche von Kindheit an mit der englischen Sprache in Berührung kommen und sie als etwas Selbstverständliches betrachten. Die Popularität von englischsprachigen Filmen und Serien trägt dazu bei, dass Jugendliche Englisch als cool und relevant empfinden, was die Motivation zum Lernen steigert. Ein weiterer Punkt, der die Sprachkompetenz der Deutschen fördert, ist die Möglichkeit zu internationalen Austauschprogrammen und Studienaufenthalten. Viele Schulen und Universitäten in Deutschland pflegen Partnerschaften mit Institutionen im englischsprachigen, aber auch im französischsprachigen oder zum Beispiel spanischsprachigem Ausland. Diese Programme bieten den Schülern die Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse in einem authentischen Umfeld zu vertiefen und ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Neben Englisch gibt es in Deutschland auch Schulen, die eine zweite Fremdsprache anbieten. Hierbei handelt es sich oft um Französisch oder Latein, aber auch andere Sprachen wie zum Beispiel Spanisch oder Russisch. Die Entscheidung für eine bestimmte Sprache kann von Schule zu Schule unterschiedlich sein und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Als eine der Amtssprachen der Europäischen Union und aufgrund der historischen Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich ist Französisch eine populäre zweite Fremdsprache. Auch ich habe Französisch in der Schule gelernt. Ich habe bereits in der Grundschule Französisch als meine erste Fremdsprache gewählt. Englisch war also meine zweite Fremdsprache. Latein wird in einigen Schulen als zweite Fremdsprache angeboten, vor allem auf Gymnasien. Latein hat zwar
keine Sprecher im eigentlichen Sinn, trägt jedoch wesentlich zur Sprachbildung und zum Verständnis von grammatischen Strukturen bei. Zudem bildet Latein die Grundlage für viele Fachbegriffe in den Naturwissenschaften und der Medizin. Wie ist das in deinem Land? Welche Fremdsprachen kann man in der Schule oder auch an der Universität lernen? Schreibe deine Erfahrung in die Kommentare. Hast du gut aufgepasst? Ich habe eine Frage für dich. Welche Sprache war meine zweite Fremdsprache in der Schule? Schreibe die richtige Antwort in die Kommentare. Neue Vokabeln. Bevor die Vokabeln kommen, noch einmal für dich die Information. Du kannst ab sofort Mitglied auf meinem YouTube-Kanal werden und meine Arbeit unterstützen. Für Mitglieder des Podcast VIP Member Clubs gibt es jeden Monat eine exklusive Episode. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt die Vokabeln. Vermitteln. To convey. Wert legen auf. To emphasize. Weit verbreitet. Widespread. Wissenschaft. Science. In der Regel. Usually. Vertiefen. To deepen. Ermutigt werden. To be encouraged. Beitragen zu. To contribute to. In Berührung kommen mit. Come into contact with. Eine Gelegenheit bieten. Offer an opportunity. Fachbegriffe. Technical terms. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Außerdem kannst du jetzt Mitglied hier auf meinem YouTube-Channel werden und tolle Vorteile genießen. Werde Teil der Learn German with Falk Community. So, das war es mit der heutigen Podcast-Episode.
Ich hoffe, du hattest Spaß und hast viel Neues gelernt. Du findest die Transkripte zu dieser Episode und allen anderen auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meinem Patreon findest du in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle meine Unterstützer. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du keine neue Episode von Learn German with Falk. Vielen Dank, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.